Heute habe ich mir gedacht, machen wir ein kleines, kurzes Video. Und zwar über eure Fragen, über eure Meinungen unter unseren Videos aktuell gerade. Weil es ist natürlich so, dass jeder andere Meinungen hat, andere Fragen hat, viele andere Sachen wissen möchte. Und da wollen wir heute einfach kurz, ganz gemütlich in Ruhe drauf eingehen. Wenn jemand weitere Fragen hat, dann kann er das gerne schreiben. Am besten an unsere E-Mail-Adresse, das wäre die info@paystreet-performance.de. Oder schreibt uns in Facebook oder in Instagram und teilt uns einfach eure Fragen mit. Wir werden natürlich versuchen, sie schnellstmöglichst zu beantworten, die Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden kurz auf denjenigen eingehen, der den Kommentar geschrieben hat. Und einfach dann, worum es ging, um welches Fahrzeug, um welches Video, dann einfach unsere Meinung dazu, beziehungsweise die Frage natürlich, so gut wir es können, mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ja, jetzt würde ich sagen, tun wir gar nicht lang rum, wir suchen uns jetzt bei dem warmen Wetter ein schönes Plätzchen und dann geht's los mit den Fragen und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Ciao. Ja, da haben wir unsere schöne Bank gefunden. Ich habe es heute in Papierform dabei, weil es doch ein bisschen viel ist und ich das natürlich nicht alles in dieser Zeit auswendig lernen konnte für euch. Fangen wir mal an. Und zwar hat geschrieben Großadmiral, viele Grüße dahin. Warum machen OE-Kerzen Sorgen und gegen welche sollte man tauschen? Dann schreibt er noch, habe bis jetzt ein kleines Unrundlaufen im Leerlauf bemerkt. OE steht natürlich erstmal für Original, also für in dem Fall für die Originalkerzen, meint er damit, die verbaut sind. Und er hat das schon angesprochen, was ich gesagt habe, er hat ein Problem und zwar hat er ein unruhiges Laufen. Oder du hast ein unruhiges Laufen. Das ist genau die Thematik, die wir auch festgestellt haben. Dass es oftmals so ist, bei VAG weiß man es, bei gewissen Kilometern, 60.000, 70.000, ist es einfach so, dass Kerzen und Spulen Probleme machen. Da macht es Sinn, einfach das vorab schon mal zu tauschen, ja, um einfach etwaige Probleme nachher dann, wenn der Datenstand oder die Software gemacht ist, einfach zu umgehen. Ihr wisst selber, fällt eine Spule aus, fällt eine Kerze aus, nicht gerade wirklich lustig, je nachdem, wo man unterwegs ist und man hat keine Möglichkeit, das Fahrzeug ruckelt, beschleunigt nicht mehr richtig. Kann man sich sparen, muss nicht sein. Wir empfehlen hier, oder ich empfehle hier von der Firma NGK die Kerze, das ist jetzt eine Produktplatzierung. Sei mal ganz vorsichtig, gibt natürlich auch viele andere Hersteller wie Bosch etc., die das natürlich auch anbieten. Seine Antwort war, danke, werde ich austauschen. Viel Spaß, Video ist auf YouTube, kannst dir gerne anschauen. Ist bei dem Fahrzeug relativ einfach. Ging in dem Fall um den Ford Focus ST MK3. Ja. Seine nächste Antwort bzw. Frage war, bzw. seine Meinung war toll. Hab seit April den selben und muss sagen, einfach nur geil, vor allem mit einer Bull X Anlage. Muss ich ihm recht geben, wir verbauen auch relativ viel von HG Motorsport und es passt definitiv zu dem Fahrzeug und es klingt auch sehr, sehr gut. Andere Alternative ist auch wieder eine Produktplatzierung über die Firma Stoffler, die auch relativ gute Auspuffanlagen hat für die Fahrzeuge, aber das bleibt jedem seiner Meinung frei überlassen. Kommen wir zum Bebo Basti, der Bebo Basti, hallo Basti, hat geschrieben, hi, erstmal gutes Video, aber hab mal eine Frage zum neuen Golf R20 TSI, Motor mit V-Max-Aufhebung ab Werk, lohnt sich da noch eine Leistungssteigerung? Muss man ganz klar differenzieren, weil eine Leistungssteigerung und eine V-Max zwar zusammen gehören, beziehungsweise wir machen es zusammen, das heißt, wenn ein Kunde bei uns eine Leistungssteigerung bekommt er auch automatisch eine V-Max-Aufhebung, das heißt, die Leistung wird aufgehoben, die Sperre, dass das Fahrzeug einfach so schnell fährt, wie es mit den aktuellen möglichen Mitteln eben fahren kann, sei es Getriebeübersetzung etc. pp. Habe ich ihm auch so gesagt. Meine Frage beruht auf eine persönliche Meinung des verbauten Motors auf Langlebigkeit zum einen, also so wie ihn VW herstellt und ab Werk liefert bei normaler Auslastung. Ich finde es sau gut, dass du nicht wie viele verkaufen willst, sondern wirklich sagst, was Sache ist und was sich lohnt oder nicht. Ja, gut, ich meine, hier geht es ja rein darum, um das Thema Kundenzufriedenheit. Ist der Kunde zufrieden? Und ich gehe jetzt nicht hin
und suggeriere dem Kunde, dass 8 PS, 10 Newtonmeter bei irgendeinem Saugmotor 400 Euro kostet und er nachher das machen lässt. Er wird es merken. Also es ist spürbar, aber es ist die Frage, Kosten nutzen, ja? Bringt es was? Und ich bin der Meinung, definitiv nein. Ich überlasse es jedem selber. Ihr dürft mir auch gerne die Anfrage stellen. Ich beantworte euch dazu jede Anfrage. Ich mache auch jedes Fahrzeug, aber es muss halt einfach gewollt sein. Und ich sage auch mal ganz vorsichtig, sich lohnen, sonst würde ich davon definitiv abraten. Was haben wir als nächstes? Der Surfer Hermann. Bei dem wäre der wunderbar, der hätte ich auch gerne surfen. Viele Grüße an dich. Fährt ein X3 35 Diesel. Hat über den Spritverbrauch gesprochen. Über die Tachoabweichung. Fährt mit 8,7 Liter im Durchschnittsverbrauch. Ja, das kann ich dir bestätigen. Aktuell fahre ich mit 7,6 Liter im Durchschnittsverbrauch. Ich glaube, die letzten 3000 Kilometer. Das heißt, das ist beim BMW X3 35 Diesel durchaus möglich und keine Seltenheit. Also wie schon gesagt, zügig fährt, braucht er natürlich auch seine, oder richtig zügig fährt, braucht auch seine 12, 13 Liter. Aber bei normaler, durchschnittlicher Fahrweise liegen wir so, ja, zwischen 7,5 und 8,5 Liter. Ja, ich bitte zu entschuldigen, heute ein bisschen warm, schwitzt ein wenig. Kommen wir zur nächsten Frage. Fußball 183 hat gefragt, darf man fragen, was beim Messen mit dem M-Performance Power and Sound Kit rausgekommen ist? Ja, natürlich dürft ihr das fragen, allerdings war das Fahrzeug noch nicht beim Messen, deswegen können wir es nicht sagen. Allerdings wissen wir genau das Gleiche, wie in dem Fall du auch. Die Streuung ist meistens sehr unterschiedlich und meistens aber deutlich oder sehr, sehr hoch. Und da bin ich auch gespannt drauf. Also es gibt Messungen mit über 600 Newtonmeter. Ob das rauskommt, wird man dann in einem extra Video sehen. Ich bin gespannt und ich freue mich auch auf die Leistungsmessung mit dem 340i. Und ja, da sehen wir uns dann nochmal. Mein Freund Dennis schreibt, der relativ oft kommentiert. Dafür danke ich dir mal hier von ganzem Herzen. Finde ich sehr gut, dass du da dabei bist und das so zahlreich unterstützen tust. Finde Golf immer so, der R ist schon schön, aber die VW-Preispolitik geht nicht. Aber das Tuning-Potenzial ist echt gut. Zum Glück ist es aber Geschmackssache. Vollkommen richtig, wie du sagst. Es ist zum Glück Geschmackssache. Ja, Preisthema ist natürlich schon, sehe ich auch so. Ich meine, wenn man sich ein R relativ gut ausstattet, liegt nur irgendwo so Mitte 50. Ist natürlich ein Wort, ja. Aber wenn ich jetzt mal sehe, ich nehme eine A45, die liegt Neupreis bei 75. Jetzt werden wieder die Leute kommen, kann man nicht vergleichen und. Ist aber eigentlich das gleiche Sortiment. Also da ist von der Preispolitik her, finde ich, ja, es ist schon hoch. Ich meine, man kriegt andere Autos wie Focus ST und so weiter für knapp über 10.000 Euro weniger, die in meinen Augen genauso viel oder ähnlich viel können. Aber da ist, wie du sagst, einfach Geschmackssache. Da muss jeder Optik, will ich ein Allrad, will ich kein Allrad, da muss jeder selber entscheiden. Das ist meine Meinung. Deine zweite Frage. Mit wie vielen Newtonmeter soll die Kerze angezogen werden? Wie sieht es mit mehr Elektrodenzündkerzen aus? Besser, schlechter oder lieber eine Elektrone vom Top-Hersteller? Ja, da streiten sich natürlich die Geister. Es gibt natürlich viele Fahrzeuge, wo man weiß, zum Beispiel N54, da fährt man die NGK sowieso, hier fährt man das. Es gibt natürlich schon so Erfahrungswerte. Ihr oder ich setze relativ viel auf NGK. Da kann ich dir auch jetzt gleich kurz die Drehmomente einblenden bei den Kerzen, welche da zu verwenden sind. Hängt ein bisschen ab von dem, was es für eine Kerze ist, aus was für ein Material die besteht, was für ein Durchmesser sie hat. Ja, das blende ich dir jetzt ein. Und dann kannst du dir selber ein kleines Bild davon machen. Jetzt müssen wir mal schon warten, da kommt ein Auto. So, nächste Frage. Black Metal RC85. Auch danke dir, ich folge deinem Kanal auch. Finde ich sehr gut, was du machst. Hat zum 7R-Video geschrieben, am Katzo Motorblock sind auch noch zwei Schrauben. Hat er vollkommen recht, die haben wir im Video vergessen bzw. nicht beachtet. Ist ja leider nicht zum Umbau gekommen, weil das Teil nicht gepasst hat. Aber das Fahrzeug wird nochmal bei uns vorsprechen und dann gibt es auch das passende Video mit dem Umbau.
Grower 11 schreibt, was kostet das ganze Paket VMAX Schubabschaltung in S und eventuell Stage 1 bei euch für den Golf 7 GTI und macht es einen Unterschied, ob man den GTI Performance hat? Das macht bei uns preislich keinen Unterschied. Ich bin allerdings ein Mensch, ich tue die Preise nicht öffentlich kommentieren. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zu Preise, hängt auch immer ein bisschen davon ab, was ihr machen lasst. Wenn natürlich ein Kunde einen Komplettumbau machen lässt, sind natürlich die Preise etwas anders, wie wenn er nur zu einer Leistungsstufe kommt und. Das ist ganz klar. Deswegen werde ich hier sowas nicht kommentieren. Schreibt einfach eine E-Mail an info@kstreet-performance.de. Dort werde ich euch natürlich jegliche Fragen und Preisanfragen natürlich beantworten. Nächste Frage vom Black Metal war, was hältst du von EBC-Bremsen und kommt mal ein Video dazu? Ja, wir haben schon mehrmals EBC verbaut. Leider habe ich dazu nie ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe es auch zeitlich da nicht hinbekommen und da war auch YouTube noch nicht so das Thema, dass man da so viel Zeit investiert. Was ich persönlich davon halte, ist, ich habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Wir haben sie verbaut im Fiesta ST, wir haben sie in einem W212 E63S verbaut mit über 700 PS und wir haben mit diesen Bremsen und auch mit den Bremsscheiben keinerlei Probleme. Das heißt, Daumen nach oben, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, mein Freund Mario hat ein paar Sachen geschrieben. Danke dir, mein Freund. Ja, brauchen wir nicht viel sagen, Mario. Wir machen relativ viel zusammen. Wir helfen uns gegenseitig mit Kamera-Equipment, wir stecken uns Leute zu, also wir schieben uns gegenseitig Kunden zu. Wir haben einen sehr guten Draht. Wir verstehen uns, machen relativ viel zusammen. Brauche ich nicht viel zu beantworten zu dem Thema. Ja. Da schreibt noch einer, die Maske war mega. Ja, die Maske im Video war mega, das stimmt. Ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir es für heute für das Video gut sein, sonst wird es für euch zu lang. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Jetzt wünsche ich euch einen schönen, heißen und sonnigen Nachmittag. Bis bald. Ciao. Das, was man bringt, was man redet, was man euch sagt, dass das angenommen wird, dass es positiv angenommen wird und dass man da einfach...